Was hast du in Erlangen vermisst? Oh, da am meisten die Fleischkässemmel definitiv und die Innenstadt, das Innenstadtleben. Ich stehe nämlich auf Schlendern und Flanieren. Was sind deine Ziele für die kommende Saison? Wir machen den nächsten Entwicklungsschritt und werden definitiv einstellig. Wenn ich nicht Handball spiele, mache ich? Dann versuche ich mich weiterzubilden. Ich lese zum Beispiel gerne, unternehme viel mit meiner Frau, immer dann, wenn es möglich ist, und versuche Franken zu genießen. Auf welchen Gegner freust du dich am meisten? Also ich spiele gerne gegen Ex-Vereine, deswegen hoffe ich auf einen deutlichen Sieg gegen den SC Magdeburg. Welche drei Dinge nimmst du mit auf eine einsame Insel? Ein Zelt wahrscheinlich, ein Taschenmesser und ein Seil. Hast du ein Ritual vor dem Spiel? Nee, ich bin aberglaubefrei. Hast du ein sportliches Vorbild? Schwierig. Ich versuche mir nämlich immer so das Beste von vielen verschiedenen Menschen rauszuziehen. Ich glaube, damit fährt man ganz gut.